So, immer noch Magdeburg. Ich habe jemanden getroffen, den kennt ihr wahrscheinlich. Lühl ist das. War am 20. März bei uns auf der Bühne in Potsdam mit seinem tollen Song. Findet ihr bei YouTube Die freie Rede. Also wirklich sehr sinniger Song, der eigentlich viel zu wenig bekannt ist noch, finde ich. Aber das wird sich jetzt gleich ändern, wenn ihr alle das alle klickt. Lühl, du bist heute hier als Musiker, oder? Ja, also wir sind heute hier als Musiker, genau. Und ich bin ja in der Basis Panko seit Februar. Und in der Basis Panko gibt es halt sehr viele Musiker. Und der Jan, der spielt bei uns Akkordeon, ist heute nicht hier, der schickte mir das Dossier am Chor und meinte, was hältst du davon, wenn wir sowas mal machen? Und dann habe ich das aufgegriffen und habe einfach mal die Basisband Berlin gegründet. Ja? Und heute ist also unsere offizielle Premiere. Wir spielen auch das Lied, ich spiele die freie Rede, in der Version jetzt mit der Basisband Berlin. Und wir haben Jens Fischer-Rodrian, auch einen tollen Musiker, mit dabei, der ja auch Teil der Band ist und der auch tolle Songs spielt. Und mit dem spielen wir zusammen ein Lied, das heißt, es gibt ein Leben von dem Tod. Und da freue ich mich sehr. Und das ist unser erster offizieller quasi Auftritt heute hier vor so toller Kulisse. Es ist super Stimmung und ich hoffe, dass wir auch mit der Musik halt dazu beitragen, dass die Herzen aufgehen. Ja? Ja. Es geht ja nicht nur immer um die ganzen Regeln und Widerstände, die wir brechen wollen, sondern eben auch, dass das Herz mittanzen muss. Und das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe. Da bin ich gespannt, was uns da erwartet, musikalisch. Wir werden mal sehen, was ist das für eine Besetzung? Wir sind inzwischen 40 Leute. Also wir haben das ist ja eine Big Band. Ja, genau, das ist die Basis Big Band. Nee, wir sind wirklich 40 Leute inzwischen. Aber heute hier in Magdeburg sind natürlich nicht alle da. Wir sind, glaube ich, heute 17 von uns. Und es gibt aber auch noch eine Schöneberger Gruppe, die ist heute auch dabei. Das sind auch noch mal so 10 Leute. Insofern, also es ist schon von der Hand groß. Wir halten natürlich die Hygieneregeln ein. Deshalb haben wir uns heute geteilt. Wir sind ein paar Musiker auf der Bühne mit Abstand und vor der Bühne ist dann der Rest, weil sonst wäre es problematisch. Also Big Band mit Hygienekonzept. Ich bin gespannt, wie das aussieht und vor allen Dingen, wie sich das anhört. Ja, schauen wir mal. Es geht alles drunter und drüber, aber da müssen wir durch. Also wir geben unser Bestes und hoffen viel Spaß daraus. Improvisation ist hier, glaube ich, sowieso das Schlagwort. Ja, genau. Aber das läuft ganz gut. Also ich bin da. Also der Tonik war überrascht, als wir heute auch ankamen. Wer seid ihr denn? Was wollt ihr denn? Okay, war halt scheinbar nicht abgesprochen. Das passiert halt so. Es gibt viele Redner, aber wirklich tolles Line-up hier mit den ganzen Helden. Also, nee, das ist schon schön, wenn man dann auch da Teil dessen ist und sein darf. Also, ist schon eine große Ehre und ich freue mich, wenn wir so ein bisschen Schwung nach Sachsen-Anhalt kriegen. Super, danke, Lühl. Ja, danke dir auch für deine unermüdliche Arbeit. Du bist auch bei der Basis? Ja. Alles klar, okay. Gut, na dann. Ja. Hoffen wir, dass das, was hier heute noch passiert im Wahlkampf, im Endspurt sozusagen, im Landeswahlkampf von Sachsen-Anhalt, dass das seine Wirkung entfaltet und danke, Lühl. Ja, gerne. Bis dann, war. Bis zur nächsten Demo. Okay, Lühl.